Hallo ihr Lieben, heute erzählt Marasi, wie Alexander sich ein Osterkörbchen bastelt. Bastelt ihr auch etwas? Vielleicht für eure Großeltern, für eure Eltern oder für euch selbst? Wenn euch diese Geschichte gefällt, erzählt bitte euren Freunden davon. Danke fürs Anhören und viel Spaß! Das selbstgebastelte Osterkörbchen. Der kleine Alexander wohnt mit seiner Mama und seinem Papa am Waldesrand, weil sein Papa Förster ist. Der Förster passt auf die Tiere und den Wald auf. Die letzten Jahre hat Alexander immer kurz vor Ostern im Kindergarten ein Osterkörbchen aus Papier gebastelt. Nur dieses Jahr konnte er keines basteln, da auch sein Kindergarten geschlossen ist. Das war ihm vorgestern eingefallen, als er darüber nachdachte, was der Osterhase ihm wohl bringt. Gewünscht hatte er sich nämlich dieses Jahr gar nichts zu Ostern. Aufgeregt lief er zu seiner Mama und sagte ihr, dass sie unbedingt noch ein Osterkörbchen basteln mussten. Seitdem er nicht mehr in den Kindergarten gehen kann, macht Alexander jeden Mittag mit seiner Mama einen Waldspaziergang. Gestern nahm sie eine Tüte mit. »Wofür ist die Tüte, Mama?«, fragte Alexander neugierig. »Du wolltest doch gern ein Osterkörbchen basteln. Ich dachte, das machen wir aus Reisig.« »Hier bitte«, sagte sie und gab Alexander die Tüte. Reisig sind dünne Zweige. Im Wald flitzte Alexander mal rechts, mal links vom Weg zwischen den Bäumen herum und suchte abgebrochene Zweige. Die Tüte war schnell voll, denn es lagen viele Zweige von den letzten Stürmen auf dem Waldboden. Als sie zu Hause waren, wollte Alexander natürlich sofort loslegen mit dem Basteln. Da hatte seine Mama noch eine Überraschung für ihn. Seit Tagen vermisste er seine Freunde. Und darum hatten Max und Alexanders Mama sich etwas einfallen lassen. Die Mama stellte das Handy auf den Tisch und machte einen Skype-Anruf. Und als der Anruf entgegengenommen wurde, sah Alexander Max in seiner Küche am Tisch sitzen. Die beiden Jungen freuten sich sehr, denn sie hatten sich schon 3 Wochen lang nicht mehr gesehen. Max erzählte, dass er gerade ein Osterkörbchen aus Reisig basteln wollte. Alexander rief: »Ich auch!« und sah seine Mama an. Die nickte und sagte: »Wir haben uns überlegt, wenn wir uns schon nicht treffen können zum Basteln, dann könnten wir über Skype telefonieren und so zusammen basteln und reden.« Eine tolle Idee. Das war lustig, sich so zu sehen und dabei zu reden und zu basteln. Im Flug verging die Zeit. Nach 2 Stunden waren die Körbchen fertig. Die Jungs machten lustige Fratzen und hatten viel zu reden und zu lachen. So zu telefonieren fanden Max und Alexander toll und wollten das jetzt öfters machen, solange sie sich nicht treffen konnten. Beim nächsten Mal wollten sie Schiffe versenken spielen. Nach dem Telefonat gingen Mama und Alexander in den Garten. An einer Stelle war ganz viel Moos gewachsen. Von dem stach Mama ein Stück ab. Das Moos legte Alexander in sein Osterkörbchen. Jetzt sah es richtig schön aus. Alexander fand das Skypen so toll, dass er auch gern seinen Papa anrufen wollte. Gesagt, getan. Der Förster war gerade dabei, kleine Eichen zu pflanzen. Das konnte Alexander nun alles sehen. Und er zeigte seinem Papa das fertige Osterkörbchen. Bis zum Abend spielte Alexander mit seinem Bauernhof. Im Bett erzählte er seinen Teddys, wie er mit Max telefoniert hatte und dass er ihn dabei sehen konnte. Wenn sie wieder zusammen spielen dürfen, dann wollten sie Fußball, Playmobil und Verstecken spielen. Mit diesen schönen Gedanken schlief Alexander ein und flog mit Max sitzend im Osterkörbchen
ins Land der Träume.